Hallo Leute und herzlich willkommen zurück in unserer Chaosküche. Wir nehmen direkt eine neue Bestellung an. So, heute müssen wir mit Pilzen und Kräutern wahrscheinlich eine Pizza. Okay, was brauchen wir dafür? Wir brauchen eine Alfredo-Soße, die müssen wir gleich noch machen. Dann brauchen wir Käse, Lauch, Champignons und Heimanblatt. Wir holen wie immer, warte mal, wir pinnen das nochmal kurz an. Wir holen uns wie immer erstmal kurz alle Zutaten. Wir von Tina erstmal, du kommst hier. So, dann hier Champignons, warte mal. Dann nehmen wir einfach da ein bisschen mehr. Lauch natürlich auch. Lauch natürlich auch, das reimt sich sogar. Okay, dann bringe ich das kurz hoch und dann, ja gut, wir sind jetzt schon oben. Und dann, ja, schnitzen wir das Ganze jetzt mal kurz. Der Käse muss geschnitten sein. Ah, wir müssen so einen neuen Behälter kaufen. Okay, perfekt, der kommt, was ist das? Ah, der ist leer, ja, dann können wir den hier einfach nehmen. Und für den Lauch benutzen, der muss nämlich auch geschnitten werden. Lol. Okay. Alles klar. Okay, das ist jetzt nicht gerade viel Lauch, aber egal, es reicht. Okay, und die Champignons, die müssen auch, ja, geschnitten werden. Okay, perfekt. Die Champignons sind auch hier. Okay, jetzt zur Alfredo-Soße. Jetzt wird's interessant. Okay, wir brauchen erstmal Butter. 150 Gramm. Ich gehe wieder mal in den Keller und sammle mal alles zusammen. Okay, hier ist einmal Butter, dann 50 Gramm Knoblauch. So, jetzt sollte es stimmen mit dem Knoblauch. Okay, Milch brauchen wir. Allzweckmehl. Okay, können wir noch Eier, Parmesan können wir noch mitnehmen. Warte mal hier. Ja, sonst haben wir alles oben eigentlich. Okay. Und dann kommt hier alles rein. Als nächstes kommt hier die Milch. Also in der richtigen Kanne. Das ist aber cool. Okay, 1 Liter Milch. Oh, Alter, perfekt. Perfekt. Okay, die Milch ist einfach auf den Boden gefallen. Dann ist klar. Okay, hier ist Allzweckmehl. 150 Gramm aber nur. Oh, okay, doch hat geklappt. Okay, als nächstes wieder Salz. 10 Gramm. So, und Pfeffer wäre dieses Mal auch nur 10 Gramm. Oder, ja. Aber wo ist der Pfeffer? Scheiß drauf, wir haben einfach einen neuen gekauft. Ich meine, wir haben hier unlimitiert Geld. Perfekt. Oh mein Gott, er steht einfach. Ja, das wäre eigentlich alles. Dann können wir die Soße jetzt rauspressen hier. Okay, perfekt. Hier noch mehr Soße. Jetzt haben wir, glaube ich, alles zusammen, oder? Was wir für die Pizza brauchen. Okay, ja, alles zusammen. Das heißt, wir nehmen hier den mittleren Teig. Den, haben wir hier noch einen mittleren? Nee. Okay, dann müssen wir den nochmal teilen. So, mittel hier. Okay, perfekt. Dann mixen wir das mal noch kurz. Dann kommt jetzt diese Soße da, die neue. Alfredo-Soße. Alter, das sieht aus wie einfach Milch auf eine Pizza. Let's go. Okay, jetzt kommt dieser Käse hier von Tina. Ja, 150 Gramm. Der Lauch, so perfekt, 64 Gramm. So, die Champignons kommen auch noch hier drauf. Perfekt. Und jetzt noch so ein Thymianblatt. Oder wie viel? 16 Gramm, okay. Wie viel ist eins? Ach, nur zwei. Ja, hier, dann können wir ein paar drauf hauen. Hallen, Alter, wahrscheinlich. Okay, die Pizza ist fertig. Sieht, also würde ich jetzt wahrscheinlich nicht essen, weil ich mag jetzt nicht unbedingt Pilze. Der Käse ist ja scheinbar ganz normal. Das ist ja kein Schimmelkäse, ne? Ja, dann würde ich es, glaube ich, einfach die Pilze wegnehmen und dann essen. Gut, ich weiß ja nicht. Gut, die Soße sollte nicht so schlimm sein. Okay, dann feuern wir jetzt hier mal ein. Oh, das war jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben. Jetzt geht's. Alter, wie schnell geht jetzt die Pizza? Scheiße. Ey, ich kann den Dings nicht mehr nehmen. Oh Gott, Alter. Fuck, wir brauchen noch einen Teller. Warte mal. Teller Basic, ja, ganz normal. Ist alles okay. Ist die Pizza noch gut? Oh, schnell rausnehmen. Sie hat noch keinen roten Rand. Also, sie ist noch gut. Boah, Alter, das sieht so sick aus. Oh mein Gott. Digga, wie kann das Spiel den Käse. Oh, Alter, was war denn jetzt los? Wie kann das Spiel den Käse so perfekt hinbekommen? Das ist doch ein Scherz. Also, es ist geil, aber. Oh mein Gott. Guck mal. Bekommt ihr da nicht Hunger? Junge, ich bekomme da so Hunger. Okay. 200 Cent oder was es sind, bekommen wir nicht mehr. Wir haben auch nur 7 Minuten gebraucht. Zutaten. Lauch. Zutaten ungleichmäßig. Okay, alles klar. Gekochte Kartoffeln. Oh shit, die haben wir auch vergessen. Perfekt. Wir haben einfach Zutaten vergessen. Oh Gott, Junge. Hä, aber als ob. Hä, gibt es Kartoffeln? Warte mal, ich muss ich kurz nachgucken. Digga, wo gibt es denn hier Kartoffeln? Hä? Ich finde keine. Ah, hier wären gekochte Kartoffeln schon gewesen. Naja, okay, gut. Ja, wie dem auch sei. Die Küche ist relativ aufgeräumt. Du kommst nicht hier hin. Kannst da wieder zu deinen
Warte mal, fährt das jetzt mit rüber? Ah, nee. Ja, jetzt bist du da unten. Toll. Okay, Leute, das war's mit dieser Folge Cooking Simulator. Und dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Und ja, bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.